Auch wenn mein Körper wieder fest in den Grenzen des Dorfes steht, so sprichst du meine Wurzeln auch an weit entfernten Orten und beschützen diese Orte. Diese Teile von mir nennt man Wächtersprösslinge. Sie sammeln das Glück und die Verehrung, welche mir meine Stärke verleihen. Das gegenwärtige Böse zerfrisst die Wächtersprösslinge. Wenn das so weitergeht, dann werde ich auch verwelken und meine Kraft wird vergehen und noch schlimmer, die Kräfte des Bösen werden mit jedem Tag stärker. Das Leben, wie wir es kennen, wird sehr schnell verschwunden sein. Oh Mann, das wird übel. Großer und mächtiger Amaterasu, darf ich dich so unverblümt bitten, mir zu helfen, diese Wächtersprösslinge wiederzubeleben, indem du den Fluch aufhebst, der sie unterdrückt. Ich werde die Sprösslinge in der Nähe auf deiner Karte markieren. Ja, Amaterasu pennt übrigens schon wieder. Okay, hier im Dorf scheinen schon mal zwei Stück zu sein. Oder auch nicht. Nee, das ist das Gebiet vor dem Dorf. Okay. Ich bin so müde, ich habe nicht einmal mehr die Stärke, um jetzt zu sprechen. Und Amaterasu pennt. Ich hoffe, meine Bitte ist nicht auf taube Ohren gestoßen. Amaterasu, möge dich der frische Duft der Blumen für immer beschützen. Bah, ich bin ja immer auf der Suche nach einem guten Kampf. Aber ganz sicher will ich meine Nase nicht in dieses Chaos stecken. Trotzdem werde ich beim Fellknäuel bleiben, bis ich alle Pinseltechniken beherrsche. Na was soll's, Ami ist ein Gott und so. Was kann da schon passieren? Hey, hast du ihr überhaupt zugehört, Fellknäuel? Du musst die anderen Pinseltechniken bekommen, um die Welt zu retten. Und ich werde sie kopieren und lernen. Genau das ist der Weg. Auf jeden Fall, lass uns erstmal zu den Markierungen auf der Karte gehen. Und ja, so abgehackt zu reden ist immer so komisch. Oh, der Laden ist übrigens offen. Das heißt shoppen. Okay, da schätze ich, ich sollte noch ein paar Sachen loswerden, bevor ich nach Hause gehe. Tue euch alles an, wenn du geschickt wurdest, den Einkauf zu machen, Welpe. Einkaufen? Ja. Gut, kaufen. Vergeltung. Können wir nicht kaufen. Papier. Ein heiliger Vorwurf verursacht geringen Schaden. Stahlfaustsack. Erhöht Zeit für Angriffskraft. Heilknochen. Die sind auf jeden Fall wichtig. Da kaufen wir noch drei Stück von. So, von jedem Futter eins. Ja. Obwohl, kaufen wir gleich noch mal einmal Grünfutter. Weil ich weiß, es gibt hier auf jeden Fall Hasen, die wir füttern können. So, füttern. Ja, Hase mümmelt gerne. Wie immer können wir das nicht abbrechen. Naja. Ah ja, ist ja auch gut. Aber das gibt uns auf jeden Fall Karma. Und wir können mal
Oh, Logbuch, was Neues. Wächtersprösslinge Probleme. Ich muss mich entschuldigen. Ich würde dich gerne belohnen, aber bla bla bla. Ja, das ist der Text nochmal. Bestiarium haben wir auch wieder was Neues. Roter Teufel. Diese lauten Spieler sind schwerer zu exorzieren als die grünen Teufel. Eines Nachts hörte ein Mann laut Musik und ging hinaus, um die Quelle zu finden. Im Schatten versteckt sah er, wie die Teufel aufhörten zu spielen und Sarg getranken. Seine Chance erkennt, griff er an. Der Mann holte aus und zertrennte die Saiten der Laute mit seiner Klinge. Die Teufel verschwanden in einer Wolke aus Rauch. Es ist ratsam, die Saiten mit dem Pinsel zu zerschneiden. Mhm. Und Tierliste. Diese Grünfutterfresser sind für ihre großen Ohren bekannt. Ja. Wir können sie aufnehmen, aber wir können sie nicht weiter füttern. Ich weiß aber, dass es hier noch Vögel gab, die wir hätten füttern können. Oh, aber wir können ihn hier füttern. Er mag sicher Fleisch. Also ja, er mag auf jeden Fall Fleisch. Jo. Gibt's uns sogar noch mal 10 Punkte extra. Das ist sehr schön. So, jetzt wo waren aber die Vögel, die ich noch füttern wollte? Ja, nicht. Ach stimmt, die waren irgendwo hier drüben. Obwohl, es waren Hühner. Die kann ich auch füttern. Ich sollte halt auf jeden Fall immer gucken, dass ich genug Futter mit mir rumschleppe, um Tiere zu füttern, wie jetzt Hühner zum Beispiel. So. Hey, damit sind wir auf 50 Punkte und das heißt, ich kann wenigstens mir noch einen Lebenspunkt holen, einen Maslar-Energie. So. Wobei ich immer sicher war, dass hier irgendwo Vögel rumhausen würden. Ah. So kann man sich irren. Oh, was ist das? Teleporter oder sowas ähnliches. Das werde ich später sehen. Wie gesagt, ich kenne nicht alles vom Spiel. Ich kenne gerade mal den Anfang. Ein bisschen. Wow. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein paar Tiere gefüttert. Also kann ich mal kurz einen Blick nochmal in die Tierliste werfen.
Diese Haustiere sind total versessen auf Samenkörner und diese fleischliebenden Tiere zeigen große Loyalität. Naja. Gut. Das heißt, wir verlassen jetzt mal das Dorf. Und suchen im Außengebiet mal die nächste Speicherstation. Hä? Das hier weißt du vielleicht schon, Ami, aber das hier ist das Shinso-Feld. Das schönste Feld in Nippon. Zumindest wird das so gesagt. Aber seit diesem Zwischenfall fange ich hier schlechte Schwingungen. Wir sollten besser aufpassen, wohin wir gehen. Du kannst dir die Karte ansehen, die du V gedrückt hältst. Achte auf die Karte, während wir voranschreiten. Erstmal alles abholzen hier. Oh, große Jetsch. Also großes Geld. Gab ja diese kleinen Yen-Münzen damals in der Zeit, in der das spielt. Ich will gar nicht mutmaßen, welche Zeit das ist. Ami, das ist der erste Wächtersprössling, der auf der unserer Karte markiert ist. Das scheint ein Platz zu sein, an dem sich Reisende aus- und unterholen können. Aber jetzt guck dir das an. Er sieht aus, als würde er jeden Moment zusammenfallen. Dieser Platz macht definitiv einen verfluchten Eindruck. Auch an denen das böse Fuß gefasst hat, locken Monster von da fern an. Sie werden verfluchte Zonen genannt. Aber ich habe noch nie eine so große wie diese hier gesehen. Sie hat allenfalls dieses Gebiet verwelken lassen, sogar diesen großen Baum. Es würde ein Monster mit Kräften größer als die eines Gottes brauchen, um dies zu bewerkstelligen. Dieser Baum ist ein Abkömmling von Sakuya. Er beschützt die Natur hier in dieser Gegend. Ich frage mich, ob die natürliche Schönheit wieder zurückkehrt, wenn wir ihn wiederbeleben. Aber wie können wir das schaffen? Mhm. Also ja, mal einen Blick auf die Karte werfen. Okay, wir sind gerade hier. Wir können nicht in die verfluchten Zonen gehen. Das hier sind übrigens, soweit ich weiß, Gegner. Genau, die wir aktivieren können. So, das war ein Gegner. Also ja, Kämpfe werden nicht von selbst getriggert, soweit ich weiß, jedenfalls nicht größtenteils. Sondern wir können selber entscheiden, ob wir bestimmte Kämpfe triggern wollen. Wie eben den hier zum Beispiel. Und natürlich triggern wir Kämpfe, weil das gibt in erster Linie Geld. Und Geld gibt... ja. Futter für die Tiere. Heil-Items für uns. Zum Hanatal. Mhm. Ja, der da zum Beispiel steht auf verfluchten Gegenpiet, eine weitere Statue. Hat sich hier jede zu Stein verwandeln, sie müssen vor einem fürchterlichen Fluch betroffen sein. Der einzige Weg, ihnen zu helfen, ist, diese verfluchte Zone des Bösen loszuwerden. Oh mein Gott, das ist schlecht. Sieht zwar aus wie eine reguläre verfluchte Zone wie vorhin, aber das Böse hier ist auf der Nähe noch viel schlimmer. Das würde eine normale Person sofort verfluchen. Ich befürchte, dass es sogar dir die Energie entziehen wird. Ja, deswegen schnell hier raus, bevor wir Energie verlieren. Und dann versuchen wir einfach mal, den Baum hier zu heilen. Nö. Der will nicht. Guck dir das an, Amy. Dieser Wächtersprössling ist kaputt. Deshalb leidet Sakuya so schrecklich. Ich werde die Schönheit der Natur würde wieder hier zurückkehren, wenn wir diesen Baum wiederbeleben. Aber wie könntest du etwas schaffen? Du brauchst eine besondere Kraft, die verweckte Bäume wieder zu blühen bringt. Ja, das ist das Problem.
Ich kann ihn halt nicht einfach restaurieren. Das geht nicht. Soweit ich weiß, geht das jedenfalls nicht. Also ich probiere es ja hier gerade. Aber nö. Das interessiert ihn nicht, die Bohne. Kümmern wir uns lieber um die Gegner hier. So. Das wird wahrscheinlich diesmal den schlechteren Rang geben. Nein, immer noch den besten Rang. Okay. Oh, das heißt, wir müssen erst wahrscheinlich einen neuen Zauber lernen. Zauber, genau. Eigentlich wollte ich dich nicht zerteilen. Ich will eigentlich dein Ding zerschneiden. So. Und das Geld einsacken, was du droppst. Ah, dieses Mal haben wir zu lang gebraucht. Deswegen haben wir nur ein grünes Bäumchen erhalten. Okay, dann kümmern wir uns noch um dich hier. Ich glaube, so können wir die schwächen. So. Das war auch das mit dir. Ein Dämonenzahl. Zahl aus dämonischem Hass. Schön und tödlich. So, hier ein bisschen rumlaufen, noch das Zeug einsacken. Und ja, ich habe gar nicht drauf geachtet, wie viel wir jetzt gekriegt haben dadurch. Na gut. Haus des Namenlosen. Eine lange Reihe von Männern, die das Hanata beschützt haben, hat hier gelebt. Hm. Oh. Futter, das ist auch nicht schlecht. So, jetzt ziehe ich mich aber zurück ins Dorf. Ich weiß gar nicht, ob die Gegner respawnen, wenn ich das wenn ich wieder ins Dorf zurückgehe oder ob sie mit der Zeit respawnen. Solange bis ich die Bäume geheilt habe. Naja, wird sich zeigen. Jedenfalls sind wir jetzt mal aus dem Prolog mehr oder weniger raus. Das heißt, wir haben auch ein bisschen mehr Kämpferisches. Jo. Zum Verkaufen habe ich nichts. Nö, nur Futtersack und heilige Knochen. Wie gesagt, von jedem Mal zwei Stück. Ja, so Buff-Sachen. Stahlfaust, erhöht zeitweise Verteidigung, erhöht zeitweise Angriffskraft. Vergeltung, lenkt zeitweise Angriffe ab. Hm. Oh, das wird Abend. Okay, jetzt ist es Abend, das heißt, wir werden noch bei Frau Mandarine vorbeischauen. Und zwischendurch unseren Magen füllen. Hasen geht's gut. Oh, was ist da? Libellenperlen. Einzigartig geformte Perlen in vielen Farben. Ah ja, stimmt. Nachts können wir Schätze finden. So war das ja. Okay. Jetzt aber Kirschkuchen. Oh, das hätte ich ja beinahe vergessen. Ich hatte dir ein bisschen Kirschkuchen versprochen, oder? Ich werde dir ganz schnell einen frischen machen. Warte hier. Und los.
anderes. Ja, sie macht Kirschkuchen, indem sie den Ofen verprügelt. Puh. Nimm das, meine Gute. Sie sind am besten, wenn sie frisch sind. Verbraucht Kirschkuchen. Kuchen mit Kirschgeschmack führt den Magen ganz gut. Okay, was hast du noch zu sagen, Herr Mandarine? Was ist los, Schneeball? Bist du hungrig? Ein armes, altes Ding wie du hat bestimmt schwer da draußen in der Wildnis. Hier ist eine Kleinigkeit für dich. Backmandarinen. Mandarinen zur Perfektion gebacken, für den Magen ganz gut. Jo, Magen ist voll. Oh, das heißt, Essen, was ich jetzt aufsammle, wird als Yen gut geschrieben. Okay, gut zu wissen. Das heißt, das wird nicht verschwendet. Wenn ich ja sowas ausgrabe. Oder was zerteile. Ah, ich frage mich eigentlich gerade. Ja, das gibt ja gut was ab hier. Reisbällchen und Reisstroh und alles. Yay. Yeah. So. Sacken wir hier noch ein bisschen was ein. Gut. Damit haben wir erstmal genug. Und auch die Aufnahmezeit ist wieder vorbei. Das heißt, wir speichern mal wieder. Jo. Speichern war erfolgreich. Und dann machen wir hier erstmal einen Cut. Also, bis zum nächsten Mal.